Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei euren Hearthstone. Und ja, meine Stimme ist voll im Arsch. Da ich die Quest habe, mit Schamanen zu spielen, spiele ich natürlich mit was anderem. Ja. Ja, wie gesagt, meine Stimme ist ziemlich im Arsch. Ich weiß gar nicht warum. Geht eigentlich. Also, es fühlt sich irgendwie nicht schlimmer oder so. Ich hatte ein bisschen mit Dings gespielt, aber ich werde jetzt doch mit Schamanen spielen. Weil ich ein paar gewertete Spiele machen will. Und ja. Erfreut euch in dieser tollen Stimme. Ja. Los, 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 los. Meine Stimme ist im Arsch. Ach. Ich muss mal irgendwie meine Taktung ein bisschen besser hinkriegen von den Videos, weil so habe ich jetzt immer mehr, dass ich dienstags ein Hearthstone-Video bringe und mittwochs auch. Was irgendwie ein bisschen, also es ist für mich ein bisschen angenehmer, aber es ist halt irgendwie ein bisschen unpraktisch, oder? Also ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Im Endeffekt sind ja diejenigen, die mich gucken, dass diejenigen, die das interessieren sollte, auch wenn es wenig sind, aber ist ja, tut der Sache selber ja keinen Abbruch. So. Jimmy Walker, der ist ja freundlich. Ups, ich meinte Grüße, sorry. Tut mir leid, hab mich verklickt. Los, zeig, was du kannst. Bring it on, bitch. Na, was macht er? Ach, hoffentlich irgendwas, was ich silenzen kann. Okay, könnte ich silenzen, will ich aber gar nicht. Ist für mich im Moment eher uninteressant. Habt ihr Fisch dabei? Okay, ein Tornfisch ist gut. Ist schön. Obwohl ich dieses 3-4er-Totem am besten finde. Das könnte ich eigentlich mal so im Endeck rein tun, weil das ist eigentlich echt recht stark. Okay, vielleicht mehr Angriff. Interessant, interessant. Hä? Ach so, scheiße, ja, fuck. Okay. Das ist so praktisch. Gut, die muss ich beide vernichten, weil das geht sonst nicht. So, bringt ihn zu Schweigen. Vernichtet ihn. Natürlich schlau, wir sind die ersten Totem schon wetten, das ist das Zaubertotem. Fuck! Ich bin so doof manchmal. Ach, verdammt. Jetzt habe ich einen Zauber gewastet und zwar ziemlich wichtigen sogar. Ja, ich bin irgendwie nicht ganz so recht richtig konzentriert. Okay. Er kann mich angreifen. Ja, mach ruhig. Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. So, ich hoffe jetzt mal auf weiteres Totem. Auf gutes. Zwei Zauberschadenstotem, ja, aber gut, das stimmt jetzt auch nicht. Es ist gut, wenn ich noch einen weiteren starken Zauber bekomme. Ich wusste gar nicht, dass das geht überhaupt. Also klar, irgendwie ist es logisch, weil man hat ja zwei zu, man hat ja ein zufälliges Totem, aber ich glaube, ich nenne die Folge einfach die Dutch-Stimme. Passt irgendwie. Ich könnte ihn auch gleich richtig Schaden reindrücken, irgendwie. Was jetzt? Was jetzt? Okay, er greift den an. Interessant. Ja, macht sich selber ein bisschen Schaden. Ist nicht so tragisch für mich. Okay. Ich werde ihn spielen. Ich werde ein weiteres Totem spielen. Und jetzt brauche ich als nächstes die Totemschnitzerin, weil damit bin ich dann, habe ich dann vier Totems. Das heißt, sie kriegt sowieso 8-8 kriegt sie. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Okay, den tötet er. Nee, doch nicht. Ah, jetzt benutzt er seine Waffe, um auf. Genau. Jetzt wird der zweite zerstört. Ist nicht so schlimm. Okay. Interessant. Ziehe ich zwei Karten? Nee, mache ich nicht. Ich werde das spielen und dann werden alle wieder hochgeheilt. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Ich hoffe, er hat keine starken Buff-Karten. Weil dann kann der hier richtig eklig werden, muss man sagen. Und da ich meinen Silence raus habe. Also, ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich ein oder zwei Silences raus habe. Also, ob ich zwei Silences drin habe, so. Bin ich mir gerade echt nicht sicher. Scheiße. Er zerstört einen.
zerstört einen verletzten Gegner. Fick dich. Okay, nicht so schlimm. Geht. Krieg mal hin. Fuck. Das ist jetzt sehr, sehr ungut. Sehr, sehr ungut. Oh, das ist sehr gut. Also sie wird immer noch recht stark. Jetzt müsste sie 7-7 bekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Ja gut, der wird geheilt. Ist egal. Also wenn ich gleich ihn hier spiele, das hier spiele, dann kriegt er erstmal ordentlich auf die Fresse. Weh, er jetzt zerstört einen verletzten Diener. Oh, ey, ganz ehrlich, fick dich doch einfach. Ja, für den Spacken Spasti, ey. Kann doch nicht wahr sein. Oh, er greift mich an. Hat ein Wunder. Ey, ganz ehrlich, der Spast nervt mich echt. Warte. 9 habe ich. Das heißt, ich kann das spielen, ich kann das spielen. Dann kann ich noch kurz gucken, ob ich irgendwas bekomme. Nice. Nice. Geiler Scheiß. Warte kurz. Der kann nicht getargetet werden. Das heißt, es bringt mir nichts. Ich kann ihn zerstören. Kann ich ihn schocken? Nee, okay, geht nicht. War irgendwie klar. Ich kann ihn auf jeden Fall zerstören, das ist schon mal gut. Aber ihn kann ich nicht vernichten, das ist sehr kacke. Ja, ich mach beiden viel Schaden noch. Okay, 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 okay. Also er wird jetzt eins meiner Monster zerstören. Da bin ich ziemlich sicher. Also fast 100%. Ich weiß nur nicht welches. Also entweder das, was alle heilt, was mich heilt, oder eins der Schadenstoten. Ich würde mal behaupten. Okay, er zerstört 2. Okay, interessant. Die beiden, interessant. Das ist ein seltsamer Fall, würde ich behaupten, aber okay. Das ist sehr gut, das ist sogar sehr, sehr gut. Das werde ich spielen. Den werde ich spielen. Den werde ich zerstören auf jeden Fall. Okay. In der nächsten Runde kann ich ihm dann, wenn er nicht den hier zerstört, sehr, sehr viel Schaden reinhauen. Selbst wenn er ein starkes Monster spielt. Ja, und er bufft es auch noch. Ah, scheiße. Er bufft es so, dass es meinen zerstören kann. Das ist blöd. Das ist sogar sehr blöd. Ich dachte, er bufft es nur, dass es mehr Leben oder sowas hat. Wieso hat er überhaupt Ansturm? Ach ja, klar. Weil er ihm Ansturm gegeben hat. Silence ich, den mache ich kaputt. Ist nicht so schlimm. Bis jetzt läuft es ganz in Ordnung, muss ich sagen. Es läuft nicht perfekt, aber es geht. Alter, meine Stimme ist echt voll für den Arsch. Ich glaube, ich mache nur die Aufnahme. Also die eine Runde. Mehr ist echt, glaube ich, heute nicht drin mit meiner Stimme. Sonst habe ich die nachher gar nicht mehr. Ach fuck, ey. Fick dich doch, du kleines Kackviech. Okay, anders. Andere Taktik. Ja, interessant. Wenn ich Glück habe. Warte kurz, ich mach das so. Dann. Ach, ich hätte das erst beschwert. Egal, ist wurscht. Er hat sowieso keinen Sturm. Werde ich ihn angreifen? Ich hoffe jetzt, dass er zerstört wird. Bitte, 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 bitte. Nein! Fuck! Okay, ich muss ihn auch machen. Okay, passiert. Ist nicht so schlimm. Ich habe ihm ordentlich Schaden reingedrückt. Er hat wenig Karten, ich habe wenig Karten, aber ich habe 3 Monster draußen davon. Eins, das sehr stark ist. Oder recht stark. Okay, er hat auch ein recht starkes Monster draußen, das ist nicht so gut. Jetzt bräuchte ich einen Silence. Okay, das ist auch nicht schlecht. Verdoppelt das jedes Mal? Ne, es kriegt jetzt mal 3. Nicht so schlimm. Ich werde ihn einfach keinen Schaden erleiden lassen. Im Moment ist es ja alles Monster, die keinen Schaden machen, die Taunt haben. Beziehungsweise das eine halt, ne? Ich weiß gar nicht, kann sein, dass ich ein bisschen leise bin. Ja, ist mir scheißegal, der Lappen. Ist mir sowas von scheißegal. Ich bräuchte jetzt irgendwas, was Windzaun gibt. Habe ich noch eine Windzaun-Karte? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe noch eine Windzaun-Karte im Deck. Ich glaube, ich hatte. Also. Oh, das ist auch gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Den
spiele ich, den spiele ich. Ich greife ihn an, ich greife ihn nochmal an. Damit hat er nur noch ein Leben, das werde ich wegbekommen. Er kann nicht alles von mir vernichten, ohne dass er einen Schaden bekommt. Na gut, drei Schaden. Er kann ja seine Fähigkeit einsetzen. Aber so vom Prinzip her, ich habe 24 Leben, er hat nur noch eins. Das ist mir egal. Was ist das? Einen anderen Feind anzugreifen, okay. Ja, er nimmt den Suicide. Nee, doch nicht. Er nimmt nicht den Suicide, sehr interessant. Du kannst nicht beide meine Monster zerstören, Junge. Das geht nicht. Gut. Das war eine kluge Wahl. Weil... Ja, also, Leute, sorry, weil dass die Folge so kurz ist, aber ich kann nicht das... Also ich habe echt Angst, dass ich morgen überhaupt keine Stimme mehr habe. Und das ist dann auch scheiße. Und dann habe ich morgen keinen Kartenchaos drin. Ne? Was soll das denn? Dann kann ich morgen das Kartenchaos nicht aufnehmen, wenn ich keine Stimme habe. Das geht nicht. Ja, kurze Folge. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.